hier soll er gelegt werden. Der Grundstein für das Sommermärchen 2.0. Hier hinter mir will sich die deutsche Nationalmannschaft den Feinschliff für die Heim-EM abholen. Und dafür sind hier ganz besondere Bedingungen geschaffen worden. Wir sehen hier hinter mir ganz hinten das Hotel, in dem die Spieler untergebracht sind. Und dann zwei Plätze. Einmal hier ein ganzer, hier nochmal ein halber. Gerade wird hier noch an den Rasenbedingungen gearbeitet. Im Weimarer Land- und Spa-Hotel in Thüringen wird sich der DFB 2 Wochen lang intensiv auf die Heim-EM vorbereiten. Die Entscheidung für den Standort fiel aber noch unter Trainer Hansi Flick. Und der hatte einen ganz besonderen Wunsch. Dieser Padel-Tennis-Court wird definitiv das Highlight der deutschen EM-Vorbereitung werden. Und gebaut hat ihn kein geringerer als Michael Rummenigge auf Ansinnen von Ex-Bundestrainer Hansi Flick. Denn der hat sich hier die Trainingsplätze zum Fußballspielen natürlich als erstes angeguckt, hat dann gesagt, ja, was wir hier brauchen, ist aber ein Padel-Tennis-Court. Der war ja schon das Highlight bei der WM 2022 in Katar. Hat jetzt für 50.000 Euro hier einen ganz besonderen Platz bekommen, direkt neben dem Eingangsbereich des Hotels. Und wir haben jetzt eine ganz besondere Ehre, mein Kameramann Freddy von Erichsen und ich. Wir sind nämlich die Ersten, die diesen brandneuen Rasen hier jetzt testen dürfen. Neben Padel, Spa und Fitness verfügt das Resort über eine riesige Golfanlage. Dürfte Golffans wie Müller oder Kane, der mit der englischen Nationalmannschaft während des Turniers dort weilt, durchaus freuen. Bin ich schon interessiert an Thomas Müller natürlich und Harry Kane auch. Da würde ich auch mal ganz gerne eine Runde Golf spielen, aber ich glaube, die lassen mich nicht mitspielen. Ein Rückzugsort, um abzuschalten, als Mannschaft zusammenzuwachsen und den Kopf freizukriegen. War auch so ein bisschen meine Idee, dass wir einfach in dieser Region uns auch zeigen müssen. Der Osten hat leider das Pech, oder es ist halt auch logistisch nicht möglich, dass wir da viele Länderspiele machen, außer jetzt in Berlin oder in Leipzig. Das sind ja auch die beiden einzigen EM-Standorte. Und da war für uns schnell klar, es ist ein absolutes Top-Hotel, vor allem mit zwei wunderbaren Rasenplätzen. Wir sind mitten in Deutschland, aber du bist hier schon zurückgezogen, ne? Und kannst dir wirklich in eine andere Welt eintauchen. Ich habe immer allen gesagt, wenn ihr hier rein wollt, ich nehme nur den zukünftigen Europameister. Wer weiß, vielleicht beginnt ja hier die Reise zum EM-Titel.